Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und irgendwer hat in die Kommentare geschrieben, ich soll mal den Osten von Belgien auch mitgrüßen. Habe ich nicht gewusst. Kuss geht auch an euch raus, Leute. Wir haben es geschafft. Wir gehen wirklich aufs Volksfesten-Dachau. Für alle Leute, die sich nicht erinnern können, blende euch einmal hier ein. Wir waren letzte Woche oder vor eineinhalb Wochen hier. Ist das Volksfest noch? Das ist noch gar nicht. Immer so ab dem 10. August sowas erst. Wir hätten uns eigentlich vorher informieren sollen. Aber heute ist es soweit. Ich habe gedacht, wir wollten ein Döner-Video drin. Wir müssen auf jeden Fall an der Security hier vorbei. Ich weiß nicht, ob man mit Kamera auf Volksfeste gehen darf. Kurze Triggerwarnung jetzt an alle, der Ton wird nicht mehr so gut klingen. Ich weiß nicht, was das Problem ist, irgendwas ist passiert. Aber ich habe gedacht, das Video muss ich trotzdem hochladen. Kuss geht raus, viel Spaß. Was will ich also? Garspatzen! Garspotzen! Sieht creamy aus, gell? Danke. Zahle gerne für dich. Mit meinem Geld? Ja, genau. Jetzt. Ist geil. Aber mir fehlt ein bisschen Käse. Bisschen zu wenig Käse. Also ich muss schon sagen, diese Röstzwiebeln, ja, sehen wirklich aus wie so goldene crispy Flocken einfach. Ich will schon eine gescheite Gabel, Alter. So muss eine Gabel aussehen. Boah. Endgegner. Ich habe ehrlich nicht gedacht, dass die so gut sind. Absolut stramm, oder? Schmeckt richtig geil, aber für mich tick mehr Käse wäre geiler, Digga. Also ich muss sagen, die haben schon meinen Geschmack ziemlich getroffen. Back in my bag and I got a bag, I do this shit for real. Wie ist das? Geil. Ist geil? Das ist so der Endgegner-Sandwich. Geht, die Schale macht keinen Sinn mit den Käsespätzle. Und das sind auch zwei Schalen. Aber es ist eine coole Idee. Nachhaltig. Umweltbewusst. Nächste Station, wir gehen Basketball spielen. Leute, ich liebe es einfach immer Basketball spielen zu gehen. Ich weiß, die bescheißen. Diese Körbe sind so leicht oval, das heißt, du kannst dich wirklich treffen. Außer du triffst perfekt. Aber wir gehen jetzt. Boah, die Körbe sind schon sehr klein. Mach gleich einen 10er, 3 Würfe, ich 3 Würfe. Wer fängt an? Verdammt! Oh mein Gott! Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ist der Korb oval oder habt ihr die Tricks nicht? Okay. Oha, Leute! Die waren aber nicht schlecht, oder? €10. Danke, Leute. War gut. Das ist die Antwort auf unsere Leistung gerade. Es gibt schon noch auch anderes cooles Zeug. Wir haben hier einmal Kartoffelchips, Baumstriezel und auch leckere Pizza. Muss aber ehrlich sagen, weiß ich nicht. Muss aber ehrlich sagen, diese Backfischhütte sieht auch ziemlich cool aus, gell? Was sagst du? Später Backfisch noch? Kann man machen. Das machen wir am Schluss. Bayerisch. Busserl. Kuss, Banteln, Flirten, Mogenschoss, Röpser. Das ist geil, Digga. Das heißt ein Magenfurz. Bayerische hochdeutsche Kultur bringe ich euch auf, Freunde. Take it away, take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? Okay, I can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain. I've been thinking for myself. Ich muss ehrlich sein, das ist ein bisschen spannender. Das ist mehr für Kids, glaube ich, hier. Gehst du zu Fuß?
Okay. I take the rich. Alter, ich rutsche nicht, verdammt. Ich habe schon Spannenderes in meinem Leben gemacht. Das war's jetzt nicht. Ich kann dir die Kamera nicht geben, weil du fliegst wahrscheinlich wirklich hin. Das macht schon ein bisschen den Kopf kaputt. 10 von 10. Absolut. 5 Euro haben sich mehr gelohnt wie die 5 Euro fürs Basketball. Die Waschanlage war das, gell? Ja, genau. Ein Backfisch reicht. Wir sind auf jeden Fall beim Backfischstand, Freunde. Schauen wir mal. Wir waren vor kurzem in London, deswegen wollte ich euren Fisch jetzt essen. Okay. Fisch und Chips, du weißt, sehr lecker. Sind da Pommes mit dabei? Nein. Pommes wollen wir auch, so ein bisschen. Ein paar Pommes, kleine Portionen mit... Einfach daneben mit der Remoulade, so auf einen, wenn ihr das könnt. Ja. Auf jeden Fall, Freunde, die Dämmerung kommt. Es wird langsam dunkel. Backfisch. Danach werden wir eine Runde Karussell fahren. Habe ich persönlich ziemlich Bock drauf. Und natürlich, um das hier alles krönend abzuschließen, das Dachauer Volksfest. Ja, ein kleines Bierli muss man auf jeden Fall trinken. Oha, warum schreiten sie sich kein Karussell? Willkommen back in London, mate. We out here. Banging. It's mud. Der unvergessliche Pommes-Test. Mit dieser schönen Remoulade. Die schön creamy ist. Die Remoulade ist schon mal süß. Sehr süß. Und sehr lecker. Kommen wir, greifen wir direkt diesen Fisch an. Erstmal diese Zitrone, die der Bray einfach unnötig in die Mayonnaise gedippt hat. In die Remoulade. Entschuldigung. Oh mein Gott. Boah, das wird so heiß sein jetzt. Okay. Sorry Leute, aber ich bin immer noch Afrikaner. Schön crispy die Panade, die ist wirklich crunchy. Der Fisch innen, ich weiß nicht, was für ein Fisch das ist, aber auf jeden Fall ein sehr heller Fisch. Schmeckt so geil. Oh mein Gott. Diese Panade, egal ob das jetzt fertig Fisch ist oder nicht, ist mir voll egal. Es schmeckt einfach lecker. Am Ende geht es darum, ist mir egal, wie du es zubereitest, ist es lecker oder ist es nicht lecker. Und dieser Fisch knackt im Mund. Versteht ihr? Das macht Spaß, da drauf zu beißen. Und am liebsten esse ich den Fisch auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, einfach nur fette Zitrone drüber und nur manchmal in die Remoulade. Nur manchmal. So, oh, ich sehe schon, wie die Kruste so schön... Das ist knackig, Bro, ich sag dir ehrlich. Bisschen Remoulade. Der perfekte Garten. Hau rein. Da ist so viel Crunch, du verletzt dich hier fast. Ja? Das ist richtig knackig. Ist aber egal. Der Fisch hat auch einen richtig geilen Geschmack. Die ganze Experience hier, der ganze Tag Spiegelkabinett war ein Reinfall. Da sind wir uns einig, weil da war nicht ein Spiegel. Oder zumindest kein Zwischenspiegel mal. Aber ansonsten 10 von 10 hier. Dachau Volksfest, Kuss geht raus, ich sage euch ehrlich. Vor Storschara. Diese harte Haut, diese knusprige Haut durchbeißt. Und danach, was dieser weiche Fisch kommt, das ist geil, Mann. Und glaub mir. Ja, ich glaub dir. Der Fisch, okay, ist sehr gut. Dabei ist noch gar nichts zu den Fish and Chips in London, Bruder. Lulun. Wollen wir Freunde sein? Nein, wollen sie nicht. Okay, let's go!
Okay! Okay! Okay, warte kurz auch wieder drauf! Ohne, muss ich ehrlich sagen. Eine Stunde später. Ich weiß nicht, wie das hier schon wieder zustande gekommen ist, aber auf jeden Fall. Wir sitzen hier. Außerhalb, aber trotzdem drinnen. Da drin ist das Zelt. Wir haben einen kleinen Steg und genießen ein Bier. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Und zu allerletzt, im Video muss ich mich bedanken für den überkrassen Support.